Wie versprochen, ich wollte euch nicht vorenthalten, wie das Ganze aussieht. Schaut mal. So sieht das Ganze aus. Wie man sehen kann, perfekt. Besser geht's gar nicht. Das war der Tipp mit dem Backofen. 2-3 Minuten vorbraten und dann rechts, links und dann in den vorgeheizten Backofen bei 100-110 Grad, 7-8 Minuten. Hier haben wir den leckeren Salat. Hier ist nämlich die Nussmischung drauf, die wurde vorher kurz angeröstet im Restsaft vom Fleisch in der Pfanne mit ein kleines bisschen Fett. Und hier haben wir die Champignons mit ein bisschen Knoblauch und ein bisschen Salz. Und da oben drauf das liebe Spiegelei. Das war's mal wieder zum Thema Low Carb Küche, Abendessen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich lasse mir schmecken. Personal Trainer Andreas Dienbach aus Karlsruhe. Deine Fitness, meine Aufgabe.